meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Leute, wir reagieren heute auf einen Track, und zwar San Diego Bloody Legacy, produziert bei, ich kann das leider nicht aussprechen, ich sag jetzt einfach mal PVSC, weil ich leider nicht weiß, wie das ausgesprochen wird. Sorry dafür an dieser Stelle. Der Track an sich ist von RMX Diego. Remix bei RMX Diego und bei ihm wieder mit. Das Video ist von RMX Diego. Beat, A Cappellas und Thumbnail sind wieder von PVSC. Credits gehen an Spongy. Alben und EPs, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, hier sind noch ein paar Links. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und genau, die brauchen wir nicht beachten. Er selber hat ja auch nochmal reingeschrieben, ein kleines Danke an euch, danke für euren Support, danke, dass ihr da seid, ohne euch gäbe es RMX Diego nicht. Leute, ich würde sagen, wir gehen in Bloody Legacy. Und Bloody Legacy war nämlich der Track, bevor was rauskam, was am Ende hier nochmal gezeigt wird. Glaube ich, wenn das bei dem Track war, aber ich würde erstmal sagen, wir gehen rein, let's go. Ich muss am Anfang direkt schon sagen, dass mir das hier sehr gut gefällt, dieses Liederne. Das ist ja eigentlich aus dem Original-Track Hazatan, dieses Video da. Aber es ist halt trotzdem so geil verarbeitet, auch mit der Liederne Schrift jetzt noch drüber, RMX Diego und PVSC Production. Also, ich muss echt sagen, ich feiere seine Remix-Dinger da. Muss ich ehrlich sagen, ich fühle die unnormal. Und ja, vielleicht machen wir auch noch eine Reaction auf die komplette Jewish Legacy. Vielleicht kommt die, vielleicht machen wir die auch in einem Stream. Mal gucken. Reaction-Stream vielleicht, mal gucken. Aber jetzt gehen wir da erstmal rein in Bloody Legacy. Let's go. Weiter geht's. Das gefällt mir auch, dieses dass die Stimme so im Hintergrund auf dem Beat spielt, so das gefällt mir so an diesem Track. Aber der generelle Track ist einfach geil. Kali Kusche Meeting, habe Money, Fluss mit Streaming im Coupé auf der A2 und höre Hollywood is bleeding. Rapper machen keine Real Talks, talken nur in Reels. Und die Hunde von der Steuer fahren und stalken mein Profil wie die Mercedes Ambiente. Ich mach den lila Schein. Balenciaga Hoodie sieht aus wie nach Schießereien. Ich werd nie vergessen, started from the bottom. Dein Worst Case Szenario sind meine Monday Problems. Mit Zikin und der Kapuze wie der Sensenmann. LKA Beamte machen Auge, Tension, Han. TikTok Rap. Ich feiere auch, dass mehrere Musikvideos von ihm, von Sunny, dass die da in dem Ding drin sind. Das sind ja verschiedene, zum Beispiel ist da Fleek mit drin oder Mama Mazeltov, Hazatan und was weiß ich. Ich glaube, da kommt sogar noch eins. Aber I don't know. Was ist ein Lucky Punch gegen einen Katalog? Heute habe ich keinen Hunger mehr, nur Appetit. Trotzdem nehme ich dein Gesicht so wie die Pandemie. Du weißt es selbst, dein größter Hit war nur ein Ghost-Hit. Wieso klingen diese Bluffer wie mein Old Shit? Rappen für mein Soul und für das Leid meiner Family. Also ich muss ehrlich sagen, Beat geil. Generell die Musik, die dahinter ist, geil. Man merkt die Arbeit dahinter und ey, ich muss ehrlich sagen, es gibt keinen, also meiner Meinung nach gibt es keinen, der so geile Remixe raushaut, was San Diego angeht oder generell auch SpongeBob, wie RMX Diego. Da muss ich jetzt einfach wirklich mal sagen, ich feiere die Sachen, die er macht, unnormal. Und ey, ganz ehrlich, Leute, schaut mal bei ihm vorbei, macht mal die 1000 voll. Bei dem Bruder und ja, wir machen weiter hier. Auch die Hook ist geil. Also das ist jetzt gerade die Hook. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühl's.
BBM ist die Gang. Ich danke meinen Fans, BBM ist die Gang. BBM ist die Gang. 40.000 Boxen, letzte Album, das sind Facts. Jeder dicke Fresse, aber niemand, der sie backt. I smoke two joints und ficke Deutschrap auf relaxed. Und dann zwei hinterher für jeden Faker, der nur cap. Mache Money aus dem Stand, so wie ne Taxi-Uhr. Doch bin gleich geblieben, als wär ich ne Wachsfigur. Night in der eigenen Stadt, buy back the block. Eis glänzt bei Nacht, weil ich die Reimketten hab. Diese Rapper sind nicht koscher wie Spaghetti Carbonara. Lobster für die Haus für Brüder Wagyu Matsuzaka. Rappe für mein Sohn und für das Leid meiner Family. Bleibe die Eins in dem Rap-Game, life in the fast lane. Also, ja, ich muss ehrlich sagen, auch die Texte, die er da genommen hat, ich meine, die sind, also die sind auf jeden Fall aus dem neuen Album von Yellow Bar Mitzer. Aber mir fällt jetzt gerade der direkte Titel vom Song nicht ein. Wobei, keine Ahnung. Ich komme gerade ehrlich nicht auf den Song, keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so höre, so, weil ich höre ja auch die Jewish Legacy Playlist ab und zu mal, muss ich ehrlich sagen, ich fühl's wirklich. Ich feiere es abnormal. Und ja, ich muss ehrlich sagen, Respekt, dass er sich da wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, komm, ich mache Remixe von Sunny und Kollega macht er ja auch, Farid, Asche, Bushido, PA hat er, glaube ich, auch ein, zwei Dinger, aber auch generell einfach geil, einfach geil. VIP mit sexy girls, sie ist tasty wie die Kelly Tubs. Über meinem Block fliegen Ghetto Birds. Bullet, ich löcher dein Kenzo-Shirt. Money over bitches, family first. Himmel ist die Grenze, Captain Kirk. Wenn ich mit Gang komme, Red Alert. Tod ist das Auftreten, Astro World. Für mein Soul und für das Leid meiner Family. BBM in the Gang. Bleibe die Eins in dem Rap Game. Life in the Fast Lane. Damals war ich noch ein Nobody, heute Friend of the Brand. BBM in the Gang. Auch dieses Outro jetzt. Gönnt euch, gebt euch einfach dieses Outro. Ich danke meinen Fans, BBM ist die Gang. Auch dieses Wiederholte noch, dieses CK. Oh, ey, Digga. Wo ich den Track das erste Mal gehört habe und dieses Outro, ich hatte wirklich Gänsehaut, weil dieser Track, alleine dieses Outro war so geil, wo ich das erste Mal gehört habe. Und ja, Mann, also ganz ehrlich, Respekt. Respekt. Da steht es auch jetzt, Jewish Legacy, jetzt streamen. Ja, da sagt er nochmal so gesehen, danke, ich danke euch allen, BBM ist die Gang. Und ja, ich muss ehrlich sagen, geiler Track, muss ich ehrlich sagen, kann man nicht meckern, der Track ist wirklich geil. Und ja, schaut bei dem Bruder vorbei, Link unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise geaddet unten in der Videobeschreibung, einfach mal abchecken. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, je nachdem, entweder hier auf dem Kanal oder auf dem Hauptkanal. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.